wir heute in den Leis Samir al-Alim über Karriere und Dien sprechen, über die Abänderung der Religion. Und wir sind in einer Zeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit folgenden Worten beschrieben hat. Badiru bil a'mal fitanan ka qita' al-layl al-mudhlim. Beeilt euch zu den rechtschaffenen Taten. Es werden so viele Versuchungen sein, fittern wie die dunkle Nacht. Allahu Akbar. In der dunklen Nacht kannst du deinen Finger sehen, Odina Abbas. Du wirst ihn in einer finsteren Nacht nicht sehen können. Und so werden die Fittern auf uns zukommen. Und sie werden uns überrollen. Und wir werden, einige von uns, illa man rahima Rabbi, einige von uns werden in diese Fittern hereinfallen. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Einer steht morgens als Gläubiger auf. Als Gläubiger. Ein Mu'min. Ich glaube an Allah und ich glaube an den jüngsten Tag. Er glaubt an das, woran ein Muslim glaubt, und deswegen ist er ein Mu'min. Er steht als Gläubiger auf. Was passiert am Ende des Abends? Und geht als Kafir zu Bett. Innerhalb von einem Tag ändert Allah sein Herz. Ändert Allah seinen Glauben. Und so geht er als Kafir zu Bett. Innerhalb von einem Tag. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Als sie dann abgewichen sind vom geraden Weg, sagt Allah Azza wa Jalla, hat Allah ihre Herzen abweichen lassen. Die Ursache ist nicht Allah. Die Ursache sind wir. Allahumma thabbitna ala din al-haq. Die Ursache sind wir. فَلَمَّا زَاغُوا. Als sie vom geraden Weg abgewichen sind, hat Allah ihre... Allah ist viel zu barmherzig. Allah ist viel zu barmherzig, als dass er unsere Herzen einfach so abwendet. Schaut, liebe Geschwister, wenn wir Überlieferungen haben, dass manche Leute so viel an Sünden gemacht haben, wie das Auge reicht. Und Allah Azza wa Jalla hat ihnen zum Schluss verziehen, aber sie sind als Muslime gestorben. Aber diese Leute, über die wir reden, hier in dieser Überlieferung, die stehen als Gläubige auf und gehen nachts als Kuffar zu Bett. Was ist die Ursache? Hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dieses am Ende des Hadithes gesagt? Höre, يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Er verkauft seine Religion für etwas von der Dunya. Allahu Akbar. Für etwas. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, يَبِيعُ دِينَهُ بِالدُّنْيَا. Er sagte, بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Für etwas Dunya, nicht mal für die gesamte Dunya, ist er bereit, seine Religion herzugeben. Und dieser verlässt den Glauben des Islam. Ja? O Diener Allahs, ihr solltet wissen, dass jemand, der als Muslim lebt, nicht unbedingt auch als Muslim sterben muss. Höre, Allah Azzawajal sagt, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr Gläubige gewesen seid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dass Allah uns die größte Gnade gibt, den Islam anzunehmen, mit dem Islam zu leben. Und wir, wenn wir diesen Weg beschreiten, sei er so schwer, wie er ist, und bei Allah, wir haben nicht den Zustand von anderen Leuten, die jeden Tag Strafe und Pein in Kauf nehmen müssen für ihren Glauben. Wir haben nicht diesen Zustand. Wir haben einen ganz anderen Zustand. Wenn du diese Gnade bekommen hast, mit dem Islam zu sterben, ist das das Beste, was Allah dir geben wird. Oder was werden dir deine Tausende und Hunderttausende von Euro nutzen? Willst du, wenn du vor Allah stehst, sagen, ja Allah, ich kaufe mich heute mit meinem Geld frei? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An diesem Tag sagt Allah Azza wa Jal, am Tage des Gerichts, wo einem weder Vermögen noch Kinder etwas nützen, außer dem, der mit einem reinen Herzen zu uns zurückkommt. Dieses reine Herz ist das gesunde Herz. Das Herz von einem Gläubigen. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Dieses Herz, o Diener Allahs, musst du bewahren, dass es gläubig bleibt. Selbst in einer kranken Welt. Wir leben in einer kranken Welt. Wir müssen aber versuchen, unsere Herzen reinzuhalten und sie auf den Glauben hin zu erziehen. Dann werden wir erfolgreich sein. Anders nicht. Und wie viele Leute verkaufen heute ihre Religion in dieser Zeit? Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Verkauft meine Zeichen
Verkauft meine Religion nicht für einen geringen Preis. Und mich alleine sollt ihr fürchten. Ja Allah, es gibt Diener, die haben keine Angst vor dir. Du sagst ihnen, mich alleine sollt ihr fürchten. Und sie sagen, diese Diener, wir fürchten alles außer Allah. Allah sagt dir, du sollst ihn alleine fürchten. Und du fürchtest alles außer Allah. Wenn die Menschen gegen deine Religion sind, dann fürchtest du die Menschen. Wenn die Behörden gegen deine Religion sind, dann fürchtest du die Behörden. Wenn, anstatt Allah zu fürchten, einzig und allein, وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, und fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Es gibt Leute, sie zucken nicht einmal mit der Wimper und verkaufen ihre Religion, ändern ihre Religion, damit andere Leute mit ihnen zufrieden sind. Und hört diese Gegebenheit in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so berichtet Allah azza wa jalla uns im Koran in Surat Yunus: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. Und wenn ihnen den Muschrikun, den Götzen dienen, unsere klaren, deutlichen Verse verlesen werden, sie hören den Koran. Und subhanallah, der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Wenn du ihn gehört hast, wie willst du Allah sagen, ja Allah, ich habe doch heute bestimmt eine Entschuldigung bei dir. Du hast ihn gehört, wo soll deine Entschuldigung sein? Und wenn ihnen, den Muschrikun, den Götzendienern, unsere klaren Beweise aus dem Koran, unsere Zeichen, unsere Ayat, verlesen werden, so sagen diejenigen, die sich nicht auf unsere Begegnung freuen, die uns nicht begegnen möchten, weil sie wissen, was mit ihnen an diesem Tag passiert. So sagen sie, so haben sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, i'ti bi Qur'anin ghayri hadha aw badil. Komm uns mit einem anderen Koran oder ändere. Allahu Akbar. Komm uns mit einem anderen Koran oder ändere ihn. Subhanallah. Ihr befiehlt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er den Koran abändern soll. Hat er ihn geschrieben? Hat er ihn verfasst? Ist er der Herr der Religion und der Himmel und der Erde? Nein. Ändere ihn. Und so passiert es in unserer heutigen Zeit. Warum hatten die Muschrikun, die Götzendiener, etwas dagegen? Was meinten sie mit, komm uns mit einem anderen Koran? In diesem Koran wollen wir nicht vorfinden, dass wir Al-Lat und Al-Uzza, unsere Götzen, die wir angebetet haben, dass wir sie lassen sollen. Wir wollen das nicht in diesem Koran drin haben. Und in diesem Koran sollen unsere Götter nicht verschmäht werden. Denkt bitte an unsere Zeit heutzutage. Und vergleicht bitte diese Situation mit der Zeit heute. Wir wollen nicht, dass diese Leute und diese Leute Kuffar genannt werden. Wir wollen, dass jeder anbetet, was er anbeten will. In diesem Koran, ja Muhammad, sagten die Muschrikun, wollen wir nicht, dass unsere Götter verschmäht werden. Sie sollen gelobt werden. Sie sollen eine hohe Stellung, einen hohen Rang haben. Subhanallah. Aubaddin! Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann ändere etwas vom Koran ab. Die Tafsir-Gelehrten sagen, au baddil, yani, faj'al makana ayati azabin ayata rahma. Nimm eine Ayah, die über die Strafe handelt, und ändere sie ab, sodass sie zu einer Ayah der Barmherzigkeit wird. Au faj'al makana haramin halala. Oder nimm eine Ayah, die über Haram spricht, mach, dass dieses Halal wird erlaubt wird. Allahu Akbar. Wallahi, als wären wir in der damaligen Zeit. Denkt heute nur einmal darüber nach. Diese Leute, Mushrikun, hatten ein großes Problem mit dem Koran. Warum? Weil dieser Koran nicht ihren Gelüsten gefolgt ist. Sie haben einen Lebensstil gehabt, eine Lebensideologie gehabt, die sie beibehalten wollten. Sie wollten ihren Götzen dienen und niemanden außer ihren Götzen. Statt Allah zu dienen, der subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Und schaut, wie ungerecht diese Leute sind.
wie abgeirrt diese Leute sind. Allah hat den Beweis gegen sie im Koran gebracht. Allah hat den Beweis gegen sie im Koran gebracht. Allah Azza wa Jalla sagt: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Und wenn du die Muschrikun fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, so werden sie sagen, gewiss, es ist Allah. Was haben sie bestätigt? Allah hat dieses alles erschaffen. Und niemand kann dieses erschaffen, außer Allah. أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Gibt es etwa Zweifel an Allah, dem Erschaffer von Himmel und Erde? Höre den Anfang und höre das Ende. Gibt es etwa Zweifel? Du weißt, niemand hat sich getraut zu bestätigen, dass er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Niemand. Ganz gleich, wie reich er war, ganz gleich, wie mächtig er war, ganz gleich, was für einen Rang diese Person gehabt hat, niemand hat sich in der gesamten Geschichte, und ich meine die gesamte Menschheitsgeschichte, getraut zu sagen, er hätte die Himmel und die Erde erschaffen. Nicht einmal Pharao, nicht einmal Haman, nicht einmal Karun, keiner von ihnen. Allah sagt, wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, so sagen sie, gewiss, Allah hat sie erschaffen. Dann sagt Allah, قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Sprich, alles Lob gebührt Allah. Bedeutet, sie haben den Beweis gegen sich erbracht. Wenn sie sagen, nur Allah hat die Himmel und die Erden erschaffen, wie können sie dann etwas anderes anbeten, wo doch Allah der einzige Erschaffer von diesen Geschöpfen ist? Subhanallah. Wie unwissend diese Leute sind. Sie sagten, komm uns mit einem anderen Koran oder ändere ihn. Dieser Koran passt nicht zu unserem Leben. Bedeutet, wir wollen anbeten, wen wir anbeten wollen. Und das, was haram ist im Koran, das machst du bitte zu halal. Ja, Ikhwa, und ich möchte eure Aufmerksamkeit, möge Allah uns und euch Barmherzigkeit geben. Ihr sollt eine Sache wissen. Der Grund, warum die Nicht-Muslime uns hassen, ist, weil der Koran das verbietet, worauf ihr gesamtes Leben basiert. Das, was sie im Leben am liebsten machen, hat der Koran verboten. Zinsen, Riba. Obwohl es bewiesen ist, dass diese Zinsen die gesamte Wirtschaft vernichtet hat. Obwohl es bewiesen ist, dass diese Zinsen die gesamte Wirtschaft vernichtet hat. Und auch hat der Koran den Alkohol verboten. Und subhanallah, diese Leute trinken den Alkohol, berauschen ihren Verstand, so dass sie nicht normal denken können und alles, was nach diesem berauschenden Zustand resultiert, du siehst es vor deinen Augen, Mord und Totschlag. Wie viele Leute haben gemordet? Wie viele Leute haben getötet, nachdem sie besoffen waren? Nachdem sie berauscht waren? Drogen. Wie viele Leute haben Dinge getan, nachdem sie diese Sachen zu sich eingenommen haben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Khamru Ummul Khabaith. Der Khamr, der Alkohol, alles was berauscht, ist die Mutter von allem Übel. Wir sehen doch, was passiert, nachdem jemand Alkohol getrunken hat. Wallahi, wir haben von Fällen gehört, wo einer seine eigene Mutter vergewaltigt hat, nachdem er betrunken gewesen ist. Töten, Mordschlag, gehört alles dazu, außer dass man Familien vernichtet hat und die Sucht, was sie auch sogar dem Staat kostet, darüber brauchen wir nicht zu reden. Dieses hat der Koran verboten. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Allah Azza wa Jalla sagt, sie fragen dich nach dem Glücksspiel und nach dem Alkohol. Sprich, es ist eine große Sünde. Wisst ihr, wie viele Fragen ich von Geschwistern bekomme, die mir sagen, wie sieht es jetzt bei mir aus? Werden 40 Tage meine Gebete nicht angenommen, weil ich habe wieder den Alkohol getrunken. Das schmerzt mein Herz. Das schmerzt mein Herz. Geschwister, die Allah kennen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen, die wissen, dass Allah nichts verboten hat, außer mit seiner Weisheit und mit seinem Wissen. Und unsere Geschwister, die sagen, Amantu billahi wa rusuli. Ich glaube an Allah und an den Gesandten. Sie sind viele davon. Möge Allah sie und uns recht leiten. Sie sind damit beschäftigt, den Alkohol zu trinken. Subhanallah. Subhanallah. Was habt ihr davon? Was ist euer Begehr? Seid ihr bereit, für so ein Getränk das Höllenfeuer in Kauf zu nehmen? Sie fragen dich nach dem Glücksspiel und nach dem Khamr, nach dem Alkohol. Sprich, Allah sagt, darin liegt eine große Sünde. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Eine große Sünde. Eine große Sünde. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung gesagt hat, La'na Allahu al-Khamra wa Shamba. Allah soll den Khamr verfluchen. Dua vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was denkst du, ob er angenommen wird? Allah soll den Khamr verfluchen und den, der ihn trinkt. Sie fragen dich nach dem Glücksspiel und nach dem Alkohol. Sprich, darin liegt eine große Sünde. Allahu Akbar. Ein Mu'min reicht das. Ein Mu'min interessiert nicht, ob das eine kleine oder große Sünde ist, sondern er schaut, wem gegenüber er diese Sünde macht. Und die Sinne, darauf baut ihr Leben auf. Von diesen Leuten, die Allah nicht fürchten, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Als Sinner, was ist passiert? Durch Sinner, durch diese Unzucht. Leute wurden getötet, weil der eine eifersüchtig war auf den anderen. Was ist passiert durch diese Sinner, liebe Geschwister? Amrad, Krankheiten ohne Ende. Bis heute gibt es diesen AIDS, der bis heute nicht behandelbar ist. Was ist passiert durch Sinner? Allah alleine weiß, was passiert ist. Personen werden erniedrigt bei der Sinner. Subhanallah. Und wenn auch diese drei Sachen nicht eintreffen würden, Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. Nährt euch nicht der Sinner, denn die Sinner ist was? Höre, was Allah darüber gesagt hat, und es interessiert nicht, was du und ich darüber denken. Abu al-Bara, die Sinner, die Frau ist einverstanden, der Mann ist einverstanden, beide sind einverstanden. Wer kann hier kritisiert werden? Allah sagt, dieses ist eine Abscheulichkeit vorbei. Die Sache ist erledigt. Abscheulichkeit. Willst du Allah sagen, nein, das ist keine Abscheulichkeit? Und er hat dir erlaubt, halal zu heiraten. Dieses ist eine Abscheulichkeit und ein übler Weg. Verstehst du jetzt, warum die Mushrikun, die Götzendiener, nicht wollten, dass dieser Koran über sie richtet? Weil dann ihr gesamtes Leben, ihre gesamte Lebensideologie zusammenkrachen würde. Und die Ärmsten wissen nicht, wallahi al-azim, dass dieses nur ihr Leben gebessert hätte. أقول قولي هذا وصف